Ey, Michau, sondern du hast doch schon von dieser goldenen Eisstatue gehört? Ja, hab ich. Okay, lass Sarah morgen entführen. Okay, dann lass machen. Okay, und nachdem wir Sarah entführt haben, schreiben wir ihr Freund Lukas einen Erpressbrief. Okay, das machen wir zu 100%. Dann haben wir auch sehr viel Geld und wir sind super reich. Die Geschichte beginnt, als Sarah mit ihrem Hund Motte durch den Wald spazieren geht. Ach, ist das ein schöner Tag. Komm, Motti. Was ist denn das für ein Geräusch? Motti? Michelle Ronaldo, ich hab sie. Ja, ich sehe sie auch. Okay, lass auf drei auf sie springen. Eins, zwei, drei. Die zwei Entführer bringen Sarah in eine Hütte in den Wald. Dort fesseln und knebeln sie sie. Danach schreiben sie einen Erpresserbrief und schicken ihn an ihren Freund Lukas. Am nächsten Nachmittag bei Alexa und Lukas in der Wohnung. Ich gehe runter zum Briefkasten. Okay. Hier ist ein seltsamer Brief. Oh, zeig mal her den Brief. Was steht denn da drauf? Das ist ein Entführerbrief, das erkenne ich gleich. Der ist so seltsam komisch zugeklebt mit solcher ausgeschnittenen Schrift. Warte mal, ich lese den Brief mal vor. Wir haben Sarah entführt und möchten das goldene Statuenei haben. Und sie wollen, dass wir 20 Uhr zum Bahnübergang die Statue hinbringen. Oh mein Gott, hast du eine Idee, was wir jetzt machen können? Ja, die beiden Detektiven anrufen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Die haben mir schon oft ganz gut geholfen. Kannst du sie anrufen? Ja. Hallo? Hallo. Sie sprechen mit dem Detektivbüro. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Bruder hat einen Erpressungsbrief bekommen. Ein Erpresserbrief? Was steht denn dort drin? Der Erpresserbrief. Da stand drin, dass die Sarah entführt wurde. Und die wollten die goldene Eierstatue haben am Bahnhof um 20 Uhr. Ja, vielen Dank für diese Information. Wisst ihr denn, wo sie das letzte Mal gewesen ist und mit wem? Ja, mit ihrem Hund. Wo war sie denn da? Im Wald. Spazieren. Okay, wisst ihr, wo sie normalerweise immer mit ihrem Hund spazieren geht? Weil der Wald ist ja groß, es gibt viele Spaziergänge. Bei dieser Holzhütte vorbei auch. In der Nähe von dieser Holzhütte. Ja. Also vielen lieben Dank. Ich werde das gleich mit meiner Kollegin Marina besprechen. Wir werden dort auf Spurensuche gehen. Okay. Schöne Grüße an Ihren Bruder. Danke. Tschüss. Tschüss. Marina, ich muss dir was erzählen. Okay. Die kleine Schwester von Lukas hat gerade angerufen. Sie hat gesagt, dass die Freundin von Lukas entführt wurde. Sie heißt Sarah. Aha, Sie wurde in den Wald entführt, in diesem Weg in der Nähe von der Holzhütte. Weißt du, wo das ist? Ja, klar. Komm mit. Super, dann gehen wir da jetzt hin.
Die beiden Detektivinnen werden von ihrem Chauffeur zum Wald gefahren. Gleich sind wir endlich bei der Hütte. Mann, war das ein langer Weg. Ja, richtig. Gott sei Dank hat uns unser Chauffeur gebracht. Ich bin mal gespannt, ob das Opfer dort ist. Mhm, ich auch. Die Hütte sieht ja ziemlich zerfallen aus, oder? Ja. Naja, werden wir gleich mal sehen, ob wir da das Opfer finden. Komm, lass uns ans Fenster ranschleichen. Ja. Hey. Psst, wir befreien dich gleich. Psst, sie kommen raus. Yes, wir haben sie K.O. geschlagen. Jetzt schnell, gib mir das Seil, wir fesseln sie an den Baum. Ja, ja, wir befreien sie gleich. Ich fessel sie, du befreist sie. Bist du Sarah? Ja. Ist alles in Ordnung bei dir? Soweit, ja. Ich hatte dolle Angst. Hast du Verletzungen? Nein, alles gut. Okay, ich gebe dir mal die Trinkflasche hier. Dankeschön. Und ein Sandwich. Oh, endlich was zu essen. Komm schnell, Sarah. Lass uns an die Straße zurück abhauen. Ja, schnell nach Hause. Ich rufe Lukas an. Hallo, Lukas? Wir haben Sarah wiedergefunden. Komm schnell an die Hauptstraße 74. Oh, das ist ja super. Ja, ich mache mich sofort mit dem Auto auf den Weg. Super, dann bis gleich. Oh, da seid ihr ja, Sarah. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dass es dir gut geht. Hallo, endlich bin ich wieder zurück. Ja. Wir haben sie befreit. Die beiden Führer K.O. gehauen und die Polizei ist informiert. Ja, ich höre da schon hin. Die Polizei gesehen. Die Polizei ist anscheinend auf dem Weg hierher. Kommt, springt schnell rein ins Auto. Wir fahren jetzt erstmal zu mir nach Hause. Ja. Kurze Zeit später bei Alexa und Lukas zu Hause. Sarah, echt schön, dass du wieder da bist. Jetzt machen wir Party. Party! Sarah, guck mal, wer jetzt da ist. Oh, Matti! Wuhu! Wuhu! Mein Name ist Andy und ich habe Ultraman gespielt. Mein Name ist Lennox, ich habe Micha Ronaldo gespielt. Mein Name ist Amelia und ich habe die Detektivin Marlin gesprochen. Mein Name ist Siva und ich habe die Assistentin von der Detektivin Marina gesprochen. Ich bin Laura und habe die Schwester von Lukas gespielt. Mein Name ist Isi und ich habe die Sarah gespielt. Ich bin Franka und ich war die Erzählerin. Ich bin Stefan und ich habe Lukas gesprochen.